Hey Leute, der Griver hin. Willkommen zur neuen Runde von Stellaris. Ist leider ein bisschen länger her mit der letzten Folge. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir machen sofort weiter. Und wir sammeln ja gerade unsere Leute, um endlich mal hier diese Aliens fertig zu machen. Wir haben noch genug Planeten, die wir besiedeln können. Von daher sollte das eigentlich klappen. Dann kriegen wir hier endlich diese Gaia-Welt, die 25er. Das wird richtig geil. Allerdings müssen wir jetzt erstmal ziemlich einen knackigen Punkt unserer Flotte opfern wahrscheinlich. Und wir müssen immer noch gucken, die Typen hier sind uns immer noch ziemlich feindlich gesinnt. Game ist so ein bisschen laggy, keine Ahnung warum. Gerade erst geladen. Müssen wir aber erstmal durch. Halt, wo willst du hin? Achso, das ist das Ding. Ja, der kommt her, ich wollte schon sagen. So, dann machen wir das Ding hier klar, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo wir unsere Leute denn stationieren wollen. Wir sind eigentlich fast voll. Auch was unsere Sternbasen angeht. Wir haben hier so viele offene Fronten, also hier allein schon drei. Da müsste ich mindestens eine stationieren und dann eventuell hier unten. Die sind uns auch ziemlich feindlich gesinnt. Da haben wir auch schon einmal ein bisschen was wieder abgezapft quasi. Oh, hier haben wir noch ein paar strategische Ressourcen. Perfekt. Genau, die wollte ich haben. So, was haben wir hier? Uiuiui, hier können wir ein bisschen was verbessern. Machen wir erstmal den Strom. Weil wir brauchen doch ja ein bisschen mehr Credits. Hier könnten wir auf jeden Fall nochmal Forschungslabor machen. Die Typen hier. Wo könnten wir hier noch eine Sternbasis bauen? Hier ist eine Basis von uns. Theoretisch, wenn ich hier eine mache, aber dann lasse ich das hier offen. Habe ich das rote schon? Ja. Gut, dann mache ich hier einfach noch eine Sternbasis hin, um das hier so ein bisschen abzudecken. Construction complete. Schiffswerft, Inbound message traffic. Handelsknoten. Müssen die mal verbessern. Wo sind denn die? Oh, hier unten. So ein bisschen rechts von uns, aber nicht wirklich so, wo wir überhaupt drankommen. Deswegen stimmen wir dem einfach mal zu. Was forschen wir eigentlich? Neue Sensoren, okay. Und Befehlslimit für die Flotte und ein Schlachtschifftyp. Oh, das wird ja hart. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Sind jetzt hier beide Flotten da? Alles klar. Wir sind alle voll. Dann gehen wir jetzt hier mit beiden rauf. Und beten mal, dass wir nicht zu viele Schiffe verlieren. Ja, das könnte jetzt ganz schön Construction complete. knifflig werden. Oh, ich muss noch ganz kurz gucken. Wir haben noch ein Kolonieschiff. Habe ich das gleich hierfür gebaut? Ich glaube ja. Das kann gleich mal hier hinfliegen. Und halt, haben wir noch Forschungsschiff, das muss auch natürlich erstmal hierher fliegen. Aber jetzt bin ich gespannt, ich hoffe, es sind noch 11.000 und das hat sich nicht in der Zeit irgendwie vermehrt oder irgendwas. Science Division reports a new breakthrough. Wächter von Zahnarm. Eindringlinge, achtet auf diese Nachricht. Wir sind die Wächter von Zahnarm. Eure Gegenwart im Katana-System. Ja, das ist es.
Beleidigt unsere Schöpfer, unsere Programmierung zwingt uns, euch zu vernichten. Macht euer Frieden mit eurem Universum. Alarmstufe Rot. Guardians of Zanaham. Wartet mal noch, bis die anderen da sind. Da. Go. So, wir greifen eigentlich fast mit der doppelten Menge an. Ich hoffe wirklich, es reicht. Wenn wir jetzt ein paar Schiffe verlieren, ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben übelste Energieprobleme. Aber es sieht gut aus. Nice. Dann bitte zurück und zurück. Sternfeste. Mehr Rumpfstärke für Schlachtschiffe, die haben wir ja gerade erst geforscht. Baugeschwindigkeit Schlachtschiffe, aber kostet extrem viel. Lebendes Metall ist alles blöd. Ich mache erstmal das, was schnell geht. Oh, guck mal, die haben die ganzen Planeten hier zerstört. Das ist wirklich nur der Construction eine Planet, complete. der hier lebt. Interesting. So, das Kolonieschiff ist unterwegs. Unser Forschungsschiff muss das unbedingt erkunden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist ein kleiner Pupsplanet, der lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Theoretisch müsste ich hier auch noch mal alles einnehmen. Bewegen. Der baut da noch, ansonsten ist eigentlich alles gebaut. So, Essen haben wir Foreign eigentlich. powers are engaging in active hostilities. Oh, ich dachte eben. Oh, schön. Das Almost ist, glaube confirmed ich, der hostile hier movement. neben uns sogar. Der kämpft. Was für ein Ding? Der kämpft gegen die hier. Auch schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Die sind beschäftigt. Ich kann mich hier in Ruhe ausbauen. Wir haben immer noch eine negative Bilanz. Das kann auch noch an hier, an die ganzen Kolonieschiffe liegen. Mal wieder ein bisschen mehr Strom, sehr schön. Der ist gleich fertig. Sehr schön. Hier hätten wir auch noch mal ein bisschen Strom. Ein Dingswerk haben wir gebaut, oder? Verschwende ich natürlich ziemlich viel Mineralien, aber ich habe hier sonst noch ein paar und ich brauche mehr Strom. Debris secured. We have claimed a new world. Nice. So, hier geht jetzt los. Reich an Mineralien, okay. Und wir haben hier so einen Beterian-Stein. Da können wir ein richtig gutes Kraftwerk bauen. Das können wir noch nicht. Ich bin jetzt erstmal für Kraftwerke. Besucherzentrum ist natürlich auch gut. Steigt die Immigration. So, die laden sich erstmal auf. Ich würde sagen, ich lasse ein 10.000er Stack hierfür und den anderen schicke ich erstmal so hier unten irgendwo hin. Construction complete. So, wir können noch eine Sternbasis bauen. Dann bauen wir die jetzt hier hin. Die schicken wir zurück. Oh, ne, 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 Moment. Was haben wir denn hier noch?
gleich unsere erste Gaia-Welt. Sehr gut, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwelche Wachstum? Bitte nicht mich. Gut. Ja, könnt ruhig alle immer schön Krieg führen. Alles ist schön. Haben wir hier sonst noch Netzüberlastung? Nahrungsleistung brauchen wir nicht. Forschungsgeschwindigkeit wäre natürlich cool. Vertrauenszuwachs. Noch mehr Mineralien. Ne, ich wenn, dann bin ich eher für die Netzüberlastung. Schon nochmal plus 76. Autsch. Das ist doch mal interessant. Construction complete. Dann können wir hier doch alles anschmeißen, was geht. Achso. Zack. Irgendwo schon jemand neu gebaut. Das ist noch. Das ist alles schon. Sehr gut. Dann machen wir einen Ticken schneller. Das Forschungsschiff ist da. Du kannst auch schon hier hinfliegen. So, wo schicken wir dich hin? Erstmal Forschung unterstützen. Ich versuche die ein bisschen zu verteilen, die Forschungsschiffe. Dass wenn hier irgendwas aufploppt, dass wir nicht von einem System durch die halbe Galaxie fahren müssen quasi. Zerbrochene Welt. Construction complete. So. Dann würde ich vorschlagen, schicke ich euch nach hier unten. Estrion. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Flottenmanager. Das ist eure Main Base. Und das andere Ding. Eure Main Base ist. Sehr schön. Recon Pass completed. Ihr seid auf jeden Fall da. Und wenn ich euch jetzt zurückschicke, dann fliegt ihr auch dahin. Perfekt. So teilen wir das auf. So, du kannst ruhig da bleiben. Obwohl, ne, ich schicke die mal nach da oben. So, du gehst ja dahin, dann machen wir mal erst das hier schnell. Du baust mal eine Sternbasis. So, dann müssen wir leider noch einen Ticken warten, bis wir die haben. Science Division reports a new breakthrough. Gleich können wir gleich gucken, was wir da machen können. Jetzt haben wir hier diese Genmanipulation. Staatselementslot, Regierungssitz. Angriffsarmee brauchen wir nicht, Flottenkapazität, Sternbasenkapazität natürlich auch cool. Amöbengeisel. Ne, würde ich sagen, machen wir die galaktische Verwaltung. Und ja, theoretisch könnten wir uns jetzt hier genetisch verändern. Spezies.
sind die alle. Migrationskontrolle. Vorlage erstellen. Wir könnten quasi das hier rausmachen, die geringe Fortpflanzung. Oder eins noch dazugeben. Das war sagen, wir sind nomadisch. Können uns auch stark machen. Es kostet aber dann natürlich, irgendwas wird es kosten. Aber irgendwas werden wir natürlich machen wollen. Fähigkeitsstufe plus 1. Wir könnten begabt sein. Wachstum ist jetzt nicht so wichtig. Begabt finde ich cool. Machen wir Vorlage erstellen. Vorlage verwenden. Gilt für alle. Kostet uns Forschungspunkte. Okay. Das kriegen wir aber hin. Timeout, 30 Tage übrig, Abschluss in 50 Monaten. Forschen. Das wird interessant. Auf jeden Fall werden wir dadurch begabt und kriegen einen Fähigkeitspunkt mehr für all unsere Leute. Das heißt, die können ein Level mehr steigen. Gutes Bild auf jeden Fall. Nice. Ist aber erstmal nur nebensächlich. Wichtig ist jetzt hier erstmal die Gaia-Welt. Zufriedenheit, starkes Magnetfeld, okay. Foreign powers are engaging in active hostilities. Oh oh. Oh, hier steht ein Obelisk von Zarnan, immun gegen Orbitalbombardierungen. Plus 10 von allen Dingern. Oh. Nicht schlecht. Das ist doch auf jeden Fall interesting. So, das sind glaube ich hier wieder die hier. Die kämpfen wieder gegen die hier oben. Nice. Construction complete. Könnt ihr gerne machen. Bin da voll bei euch. Der erhebt wieder Ansprüche. Noch sind wir ja im Plus und unsere Flotten. Ich kann noch mal gucken. Haben wir jetzt schon die Schlachtschiffe? Ich glaube ja, Flottenmanager nicht. Ups. Schiffsdesigner. Schlachtschiff. Bäm, Alter. Überall das Beste drin, jawohl. Fortschrittliche Schilde, sogar Schild, Kondensator. Von allen so ein bisschen die Waffen. Energiesauger. Das sieht richtig gut aus. Das heißt, wir werden jetzt nochmal Flottenmanager gehen. Und wir machen Schlachtschiffe hinzu. Und zwar 2. Würde ich mal sagen. Dass wir von allen so ein bisschen haben. Nice. Aber wir bauen es noch nicht, weil wir haben immer noch nicht genug, ja genau. Das können wir aber machen. Die verbessert er. Haben wir jetzt mal alle hier verbessert eigentlich? Ja. Als nächstes ist die Sternfeste und hier oben die können wir noch verbessern. Bauen wir die auch mal aus. Hier sehe ich gerade, könnten wir uns eigentlich auch noch mal ausbreiten. Was macht man jetzt eigentlich als nächstes? 555. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Der hier ist am größten. Was wollen die? Okay, mit anderen reichen Forschungsabkommen. Und Roboter-Knight. Hm.
Aggressive Diplomatie. Ist jetzt nichts mit bei, wo ich sage, okay. Hier produzieren wir mehr Einigkeit. Die haben mehr Einflusskosten. Unterhalt der Sternbasen wird reduziert. Was gucken wir bei Wohlstand? Harmonie. Oh, es erhöht natürlich die Wachstumsgeschwindigkeit. Die Lebenszeit wird erhöht. Unruhen werden reduziert. Oh, ich glaube, ich mache mal Harmonie. Bin ich dabei. Alles andere haben wir voll, das ist okay. Construction complete. Die Typen nerven. Also ich glaube, am ehesten werde ich mal hier unten die Leute auffüllen. Dass wenn die hier irgendwas planen. Ja, ist okay, da kommt gleich ein neuer, alles gut. Dass wir da reagieren können. Aber die sind, glaube ich, immer noch auf den Weg nach unten, oder? Ja. Es dauert natürlich ewig, ey, bis die da unten sind. Handelsankommen, Forschung. Das reicht schon. Science Division report success. So, wir gucken mal, ob wir hier mit 4 Leuten so ein Handelsabkommen machen können. Das sind ja hier auch wieder andere. So, bestätigen. Und vielleicht mit denen hier. Die sind empfänglich. Sogar richtig empfänglich. So, perfekt. Eigentlich müssten die ja hier unten jetzt zufrieden sein. So, möglicher Abbau. Oh, was ist das? Neutroniumerz. Trefferpunkte von Panzerungen. Besseren Reaktor schaltet auch wieder neue Technologien in der Energie. Oh, was haben wir hier? Dunkle Materie. Physikforschung. Partikellanze. Reise durch Sterntore. Okay. Ich mache erstmal hier das Neutroniumerz. Vielleicht habe ich Glück und ich hab's hier irgendwo. Auf irgendeinem Planeten. So, der baut jetzt das Sternding hin. Alles klar, alles klar. Weg. Was haben wir hier? Der hat das gebaut und gleich wieder weggemacht. Okay. Ja, das Feld ist ja echt gut hier. Kann man, gibt es nicht irgendwas, was Strom und Mineralien erzeugt? Leider nicht, ne? Schiete. Wenn nicht. Hier hätte ich gerade die ganze Zufriedenheit erhöht. Gelb ist natürlich nicht so dolle. Wenn wir das noch irgendwie hochkriegen könnten.
ist natürlich richtig GG. Oh, hier sieht es auf jeden Fall gut aus. Die sind mehr als nur zufrieden. Bergbau. Friedensangebot. Okay, die sind keine Rivale mehr für uns, okay. Construction complete. Halt. Ach so, das war er hier. Das ist eine Wüstenwelt. Gehen wir mit ihm nach hier oben, wenn da irgendwas sein sollte. Achso, ups. Wo ist denn hier gut? Hier ist gut. Nochmal Strom, Mineralien, Mineralien. Zack. Immer schön auf die Umgebung achten. Unabhängigkeit garantiert, okay. Ist mir eigentlich relativ. Ich finde immer noch, wir haben ein bisschen zu wenig Mineralien pro Monat. Sehr schön. Theoretisch bräuchte ich hier auch nochmal eine Sternbasis, aber wir sind wirklich voll. Construction complete. Oh, das dauert echt ewig, ey. 27 Monate noch. Einfluss hat auch ganz schön nachgelassen. So, auch erstmal wieder ein bisschen auffüllen. Science Division reports a new breakthrough. Heißt. Quantenraketen. Okay. Ripper Autokanone. Flak. Oh, was ist das denn hier? Oh, wir haben das Kraftwerk noch nicht mal. Na dann, aber schnell. Können wir es nämlich auf den einen Planeten hier bauen. Construction complete. Müsste eigentlich relativ schnell gehen. Brauchen wir noch einen Energiehub. So, dann machen wir hier noch eine Sternbasis hin. Also so eine normale, nicht hier diese richtige. Ja, hier so ein paar Welten haben wir auf jeden Fall noch. Könnten wir mal gucken, ob wir die terraformen könnten. Aber kostet dann natürlich übelste Energie. Haben wir hier in der Nähe irgendwas? Hier ist eine 40er. Hier ist eine 25er Tundra-Welt. Ich glaube, wenn, dann würde ich die hier eher Tundra-mäßig machen. Science Division reports a new breakthrough. Oh, die geben uns das bisschen hier für ein komplettes. Nee. Was ist du für einer? Bloß ein Roboter. Gausskanone. Fortschrittliche Nachbrenner. Das verbessert alle. Mehr Energie.
Construction complete. Construction complete. Construction complete. Sehr schön, alles fertig hier. Dann können wir das hier noch abbauen. Das sind hier unsere Freunde. Denen gebe ich das, glaube ich, doch mal. Eigentlich haben wir jetzt doch ganz schön viel Dings angesammelt. Dann würde ich doch sagen, machen wir hier Terraforming. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Der Soldat. No, Continental ist unsere. Terraform Continental. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal ein neues Kolonieschiff bauen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Das läuft auf jeden Fall gut weiter. Wir sind jetzt eigentlich fast an unseren Peak, was unsere Reichgröße angeht. Alles andere müssen wir jetzt wirklich dann von den Leuten erstmal mit Krieg wegkriegen wieder, also zukriegen. Dazu zählen natürlich hier so die Reihen. Ich gucke aber erstmal weiter, dass wir uns einfach ein bisschen hochtecken. Unsere Flotte nochmal ausbauen und dann gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und würde sagen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mal einschalten würdet. Ich versuche immer, wenn möglich, eine Folge pro Woche hochzuladen. Für mehr reicht leider die Zeit gerade nicht. Da sind die anderen Let's Plays doch ein bisschen wichtiger. Aber ich versuche es trotzdem noch ein bisschen weiterzuführen. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.